Ich war am Anfang, als ich so das Gesamtprogramm gesehen habe, so ein bisschen, dachte ich, Mensch, was soll ich denn jetzt hier referierend zu diesem Thema, das so ein bisschen wieder in die Niederungen runterführt und so ein bisschen zur Basis zurück. Aber ich habe dann im Laufe des Vormittags und also im Laufe der Veranstaltung jetzt auch verstanden, dass das durchaus schon gar nicht so verkehrt ist, nochmal einen Blick darauf zu werfen, warum Provenienzforschung manchmal so schwierig ist oder warum es manchmal so, woran es manchmal eigentlich hakt, dass das vor Ort nicht gemacht werden kann. Und du hast jetzt im letzten Panel da in der Diskussion oder nochmal ganz kurz die Frage auch aufgeworfen, ja, warum denn eigentlich jetzt erst? Ne? Warum jetzt so, man hat so das Gefühl, so 2000 rum, da passiert irgendwas. Das stimmt schon, ja, also für Brandenburg kann man das ganz gut sagen. Das ist sozusagen in der Spätnachfolge der 98er-Konferenz in Washington, die erstaunlicherweise hier noch gar nicht genannt worden ist, aber wahrscheinlich, weil jeder das schon im Schlaf aufsagen kann. Wir haben in Brandenburg etwas länger gebraucht, bis wir nach der gemeinsamen Erklärung auch in die Gänge gekommen sind. Woran liegt das? Und mir ist da jetzt gerade beim Mittagessen noch mal eine kleine Anekdote eingefallen. Ich war zuletzt in einem Museum in Brandenburg. Habe im Hausarchiv mich umgetan, auch aus Provenienzforschungsgründen, habe einen Ordner gesehen, wo drauf stand Provenienzforschung. Da dachte ich, also super, kleines Museum. Nehme den Ordner raus, was ist drin? Ist leer. Ja. Ein Blatt war drin, auf dem Blatt stand drauf, dass man sich die Rückseiten der Gemälde ansehen muss. Ja, Sie lachen. Das ist aber genau, warum ist das so gewesen? Jetzt komme ich zu meinem Vortrag. Also wir haben in Brandenburg ungefähr 400 Museen, knapp 400 Museen. Das sind also wirklich von der kleinsten Heimatstube bis zum etablierten großen städtischen Museum. Die Mehrzahl der Museen befindet sich auf dem platten Land. Das sind kleine, wirklich kleine vereinsgetragene Museen, Heimatstuben, wo sich Leute ehrenamtlich engagieren, ohne festangestellte Mitarbeiter. Selbst die städtischen Museen haben zum Teil ein, vielleicht zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die auch manchmal eine total fachfremde Ausbildung haben. Und Sie können sich vorstellen, was bei so einer finanziellen und personellen Unterbesetzung als erstes auf der Strecke bleibt, das ist die Forschung, zwangsläufig. Also es gibt jetzt nicht die Haltung, dass man sagt, man will sich nicht damit beschäftigen, sondern man kann sich schlicht damit nicht beschäftigen, weil man mit dem Alltagsbetrieb des Museums beschäftigt ist. Und ja, demzufolge ist dann in der Folge der Washingtoner Konferenz, in der gemeinsamen Erklärung, erstmal in Brandenburg gar nichts passiert. So gut wie gar nichts. Es gibt einige große Player, wie die Schlösser und Gärten, die sich engagiert haben in der Provenienzforschung, aber ansonsten in den kleinen Museen gar nichts. Und dieses Problem wurde erkannt, sowohl vom Museumsverband als auch von der damaligen Arbeitsstelle für Provenienzforschung in Magdeburg. Und wir haben uns zusammengesetzt, also in dem Falle nicht ich persönlich, sondern meine Vorgängerin im Amt, Frau Dr. Berndt, es wurde ein Projekt entwickelt, wie man diese kleinen Museen auch dazu bringen kann, Provenienzforschung in ihren Häusern zu treiben. Also es wurde einiges abgewogen, hat überlegt, wie kann man das machen. Das ist mit den eigenen Hausmitteln dort vor Ort immer nicht zu schaffen. Das war klar. Es fehlt auch an der Qualifikation. Und wir haben den Erstcheck entwickelt. Dieser Erstcheck, der bedeutet im Prinzip, ganz kurz auf den Punkt gebracht, dass der Museumsverband für eine Gruppe von Museen ein Projekt organisiert. Das heißt, es werden Mittel herangeschafft, also Fördermittel. In diesem Falle dann aktuell kommen sie jetzt vom Deutschen Zentrum für Kulturverluste. Es werden Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher angesprochen, die vor Ort diese Recherchen machen. Und es wird die gesamte Organisation der Provenienzforschung vom Museumsverband, also von der Geschäftsstelle des Museumsverbandes, übernommen. Das heißt, die Museen werden maximal entlastet. Das Einzige, was sie machen müssen, ist die Tür auf zum Depot, die Tür auf zum Hausarchiv, ganz wichtig, und Kooperationsbereitschaft zeigen. Inzwischen ist, da komme ich nachher noch drauf, dieses Projekt wirklich zu einem Erfolgsmodell geworden. Ja, also die Erstchecks werden, das hatte ich schon gesagt, von qualifizierten Historikerinnen und Kunsthistorikern durchgeführt. Wir haben auch eine hier, Frau Dr. Coburger ist eine aus der Gruppe, die sich da über viele Jahre wirklich einen Namen gemacht hat, auch in Brandenburg. Frau Dr. Iwan, die heute nicht da ist, ist dabei. Herr Matthias Deinert, den vielleicht der ein oder andere jetzt aus dem Deutschen Zentrum für Kulturverluste kennt, hat damals diese Recherchen vor Ort durchgeführt, also hochqualifiziertes Personal. Jetzt war die Frage 400 Museen, es ist klar, wir können die nicht alle untersuchen und wir müssen auch gar nicht alle untersuchen. Warum nicht? Es wurde erstmal qualifiziert, welche Museen kommen denn überhaupt in Frage für eine Provenienzforschung mit NS-verfolgungsbedingtem Hintergrund. Da fielen dann schon mal ganz viele raus. Also zum Beispiel die nach 1990 gegründeten Industriemuseen, die so meistens
aufgelassenen Industriebetrieben der DDR ihr Spielfeld haben. Dann gibt es jede Menge Museen, die sich überhaupt mit dem Thema DDR beschäftigen, auf die eine oder andere Art und Weise. Fallen natürlich auch raus. Und etliche wirklich sehr kleine Heimatstuben, wo man mit einem Blick in den Ausstellungsraum auch schon das ganze Depot gesehen hat, wo wir wussten, dass da gibt es also nichts zu holen. Übrig geblieben sind dann in mehreren Staffeln zunächst die Museen mit dem Gründungsjahr vor 1945. Also muss man sagen, viele von diesen Museen sind in Brandenburg so um 1900, 1910 gegründet worden, einige auch davor. Und ganz wichtig, bei denen wir uns sicher waren, dass sie ihre Sammlung über 45 gerettet haben, über die Kriegswirren. Denn da hat Brandenburg wirklich, ich glaube, im Vergleich zu allen anderen Bundesländern die allergrößten Verluste hinnehmen müssen. Solche Museen sind zum Beispiel Cottbus, Neuruppin, Eberswalde. In einer nächsten Staffel oder in einer übernächsten Staffel haben wir dann geguckt, nachdem wir mit diesen Museen fertig waren, welche Museen kommen noch in Frage. Das waren dann die mit dem Gründungsjahr nach 1945, die aber auf eine ältere Sammlung zurückgegriffen haben. Zum Beispiel Pritzwalk und Wusterhausen sind beides Nachkriegsgründungen in der DDR-Zeit. Die haben aber eine Sammlung aus einem alten Museum aus Havelberg übernommen. Also da bestand sozusagen auch die Möglichkeit, dass dort Objekte mit NS-verfolgungsbedingtem Vermögensentzug dabei sind. Und dann, zu guter Letzt, hat sich herausgestellt, dass auch Museen, die erst nach 1990 gegründet worden sind, in Frage kommen, weil Beispiel ist das Textilmuseum, Brandenburgische Textilmuseum Forst, eigentlich ein Industriemuseum, was im Schwerpunkt jetzt auch tatsächlich die aufgegebene, inzwischen nicht mehr existente Textilindustrie in Forst hat, aber denen ist, und da musste man noch ein bisschen nachfragen, guckt doch mal nach, ja, die hatten nämlich die komplette Sammlung des ehemaligen, das muss ich gucken, Heimatvereins in Forst in ihrem Depot, aber nicht ausgestellt, weil es nicht ihr Thema war, ist aber da gewesen. Also da haben wir auch Provenienzforschung angestoßen. Und ich komme kurz wieder zu diesem Ordner zurück, zu diesem leeren Ordner. Wir sind in den Museen, die wir angesprochen haben, eigentlich immer sehr positiv aufgenommen worden. Und die größte Sorge, von der wir dachten, dass wir sie antreffen würden, nämlich, dass die Leute jetzt denken, ach ja, wir wollen ihnen das wegnehmen. Also sie kennen das alles, ne? Also das muss restituiert werden, irgendwas muss aus der Sammlung raus und wir wollen diese Verluste nicht hinnehmen. Das war überhaupt gar kein Thema. Sondern die größte Sorge war, oh Gott, was machen Sie denn, wenn Sie jetzt unser Hausarchiv sehen? Ja? Weil das tatsächlich, es ist eben auch ein Thema für die kleinen Museen. Niemand hat Zeit, sich mit dem eigenen Hausarchiv zu beschäftigen, das zu sortieren, das irgendwie aufzubereiten. Das sind zum Teil Kisten im Keller gewesen, zum Teil feuchte Unterlagen. Also wir haben alles Mögliche dort vorgefunden. Und das war denen natürlich ein bisschen unangenehm. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir machen das trotzdem. Und haben ihnen sozusagen ein bisschen die Angst genommen, dass ich das in der Öffentlichkeit erzähle. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, in welchen Museen das besonders schlimm war. Und ein zweiter Punkt war, also einmal das Hausarchiv und ein zweiter Punkt war diese absolute Unkenntnis, welche Bedeutung diese Provenienzforschung hat. Das hängt auch damit zusammen, dass eben oft fachfremdes Personal dort ist. Ich glaube, Frau Kuba erzählt auch mal gern die Geschichte, dass sie als Provinzforscher begrüßt worden ist, ne? Weil man mit dem Begriff Provenienz nichts anfangen konnte. Muss man auch wissen. Ne? Also es ist gar nicht despektierlich gemeint, weil es ist nach wie vor, ich sage, es ist großes Engagement in den Museen, aber eben auch Unkenntnis über diese Sachen. So. Jetzt fange ich auch da. Okay. Gut, was wird im Erstcheck geprüft? Zunächst mal der Museumsbestand. Das heißt also, der Ist-Zustand der Sammlung. Welche Umzüge hat das Haus gehabt? Welche früheren Standorte gab es? Inventuren, Auslagerungen, Verluste, ganz wichtig, Kriegsverluste. Auch Verluste in der Nachkriegszeit sind eher die Regel als die Ausnahme in den Brandenburgischen Museen, weil die Museen natürlich nicht sofort 1945 nach dem Kriegsende wieder gegründet worden sind, sondern zum Teil vergehen 10 Jahre. In diesen 10 Jahren wandert die Sammlung vom Dachboden hier in den Keller dort und jedes Mal ist irgendwer dabei, der sich bedient, beziehungsweise Sachen werden einfach verlottern dann einfach und sind dann eben nicht mehr da. Das muss man alles erstmal prüfen. Anzahl der Objekte und Stand der Inventarisierung natürlich. Dann das berühmte Hausarchiv. Zusammensetzung der Archivalien wurde geprüft, die Lagerung, Zugänglichkeit, eine Liste der vorhandenen Quellen erstellt, wobei eben auch gedruckte Quellen mit einbezogen werden. Das sind in dem Falle sowas wie Heimatkalender, ganz wichtige Quelle. Wenn Sie das in so kleinen Museen mal vorfinden, gucken Sie da rein. Also die werden zum Teil eben jährlich rausgegeben. Und da haben auch in früherer Zeit, auch in den 30er Jahren, die Museumsleiter ganz stolz reingeschrieben, was sie alles erworben haben. Zum Teil mit Foto, ganz wichtige Quelle.
Dann das Wichtigste, sozusagen der Kern dieses Erstchecks ist natürlich Punkt 3, die Objektliste der verdächtigen Provenienz. Das heißt also Objekte, die zwischen 1933 und 1945 in die Sammlung gekommen sind und bei denen der Verdacht besteht oder bei denen möglicherweise sogar klar ist, dass sie einen NS-verfolgungsbedingten Entzug haben. Und weiter eine Liste unklarer Provenienz, die in der Regel um Potenzen größer als die erste Liste, also nämlich Objekte, die nach 1945 ins Museum gelangt sind und bei denen der eigentliche Eigentümer nicht eine geregelte Übergabe ans Museum irgendwie leisten konnte, also selbstständig die Übergabe nicht vornehmen konnte. Ganz oft sind das Sachen, wo überhaupt über die Provenienz gar nichts bekannt ist, aber es können eben auch Sachen sein, die von staatlichen Dienststellen der DDR in die Museen gekommen sind. Das ist zum Teil Schlossgutbergung gewesen, also das heißt aus den Herrenhäusern der umliegenden Ortschaften bei den Museen oder staatlicher Kunsthandel. Ich hatte ja schon danach gefragt, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Das ist auch so ein Thema oder Kulturgut von Republikflüchtigen. Es kann immer sein, dass dort auch Sachen dabei sind, die zwischen 33 und 45 entzogen worden sind, aber das ist dann wiederum im Einzelfall nur durch ganz dezidierte Nachforschung festzustellen. Dann fünftens wurden Forschungsergebnisse ausgewertet oder zusammengefasst vielmehr. Also es wurde eigentlich mal geguckt, gibt es schon Nachforschungen zu einzelnen Beständen, zu einzelnen Objekten? Gibt es Untersuchungen zur Museumsgeschichte? Und im Einzelfall wurden dann externe Quellen befragt, aber eigentlich nur im Einzelfall, weil es sollte ja nur der Erstcheck sein. Und gibt es Untersuchungen zur Geschichte der regionalen oder lokalen jüdischen Gemeinde? Das war eigentlich immer standardmäßig, was abgefragt wurde. Und zum Schluss gibt es dann Zusammenfassungen und Empfehlungen. Das heißt, am Ende des Reports stand dann, lohnt es sich hier in diesem Museum einen Antrag zu stellen beim Deutschen Zentrum Kulturverluste für eine Provenienzforschung zu einer bestimmten Objektgruppe oder zu einem bestimmten Objekt? Und wenn ja, haben wir sozusagen als Museumsverband dann auch angeboten, diesen Antrag mit dem Museum zu stellen und das so ein bisschen in die Gänge zu leiten. Dazu muss man dann sagen, da ist die Hürde dann etwas höher, weil der Erstcheck ist eine 100% Förderung gewesen. Also wir haben das extra so gemacht, dass wir nur Kurzfristprojekte beantragt haben beim Deutschen Zentrum Kulturverluste bzw. der Arbeitsstelle für Provenienzforschung. Diese Kurzfristprojekte werden zu 100% gefördert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen für die Museen. Also die erste Frage war einmal, kostet das was? Ne? Da konnten wir erstmal sagen, kostet nichts, nur Zeit. Die Folgeprojekte müssen dann anteilig kofinanziert werden, wobei der Finanzierungsanteil der Museen eben auch gestaffelt nach der Größe des Museums angepasst wurde, sodass es eigentlich sich jedes Museum, was so einen Vortrag leisten kann. Langsamer? Okay, gut. Ich soll etwas langsamer sprechen, damit die Übersetzer mitkommen. Dann schaffe ich das mit der Zeit. Ich gebe mir Mühe. Gut. Das Ergebnis der... Das Ergebnis jetzt dieser Erstchecks. Achso, vielleicht muss man dazu noch sagen, Erstcheck bedeutet, ein Museum wird so in, sagen wir mal, etwa einem Monat bearbeitet. Davon ist eine Woche im Museum vor Ort. Ja? Malis, ich weiß, so war es geplant, manchmal hat es länger gedauert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Provenienzforscherinnen, wenn sie einmal dort vor Ort waren, dann natürlich auch voller Begeisterung eigentlich immer dabei waren und den Zeitrahmen ein bisschen überzogen haben. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Aber eigentlich war der Erstcheck ja nur dazu da, erstmal festzustellen, ob es einen weiteren Recherchebedarf gibt. Dieser Punkt sollte erstmal festgestellt werden. Also eine Woche im Museum, dann in etlichen Archiven und ein bisschen Literatur und danach einen Report. Ja, was haben wir gefunden? Und das ist jetzt ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ernüchternd ist das nicht so viel Wort. Also wir haben nicht viel gefunden, tatsächlich. Wir haben wirklich nicht viel gefunden. In Forst zum Beispiel, diesem Forst in der Lausitz, in dem Textilmuseum wurden Münzen und ein Textilmusterbuch identifiziert, 1933 als Spende, ich weiß es nicht, ja, eines jüdischen Kaufmannes in das Museum gelangt. Ein Gemälde von Hans Stübner, 1943 erworben. Mehr ist nicht bekannt. Da laufen im Moment die Nachforschungen. Das macht in diesem Fall das Museum selbst. In Lenzen, ganz, ganz kleines Museum oben an der Elbe. Dort haben wir im Kassenbuch des Heimatvereins, der das Museum betrieben hat, den Eintrag gefunden. Lina Kreide verkaufte dem Heimatverein
Altertümer und Bettwäsche für zusammen 48 Reichsmark, 1933. Da konnte man jetzt nachvollziehen, also die Familie Kreide ist tatsächlich 1938 dann emigriert. Nein, stimmt nicht, ist nicht emigriert. Die ist nach, also in der Pogromnacht aus Lenzen nach Berlin gezogen und dann in Berlin, von Berlin aus deportiert worden. Hier steht die Forschung noch aus, was damit auch zusammenhängt. Erstens, dass wir nur wissen, es ist also, sind Altertümer, ne? Zitat, Altertümer und Bettwäsche für zusammen 48 Reichsmark. Diese Objekte werden aller Voraussicht nach nicht mehr zu identifizieren sein in der Sammlung. Da kommt noch dazu, dass im Moment das Museum Lenzen völlig ohne Museumsmitarbeiter ist. Also es ist eigentlich ein geschlossenes Museum. Theoretisch könnten bei diesen Altertümern Judaiker sein. Theoretisch. In Brandenburg, Stadt Brandenburg, ein etwas größeres Museum, wurden Gemälde von Karl Hagemeister und Theodor Hosemann identifiziert, die 1943 auf einer Auktion von H.W. Lange in Berlin gekauft worden sind. Jeder, der Provenienzforschung macht, weiß sofort, worum es geht. Da sind die Forschungen abgeschlossen. In Müllrose, ein sehr kleines Museum, im Osten von Brandenburg, wurden Karten und Bücher aus der Bibliothek der Grafen zu Lünar in Lübben gefunden. Der letzte Graf zu Lünar wurde 1944 hingerichtet, als Teilnehmer der Verschwörung vom 20. Juli enteignet. Diese Sachen wurden wieder zurückgegeben der Familie. In Cottbus war es zum Beispiel ein Gemälde aus der dortigen Freimaurerloge, da läuft auch noch die Forschung. Das sind so die Sachen, die gefunden worden sind. Nicht alle, ne? Hier ein ganz kurzer Blick auf die Orte. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht einen von den Orten kennt oder vielleicht sogar mehrere. Anhand der Größe der Sammlung kann man, glaube ich, ganz gut sehen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen, wenn wir da so von einzelnen Objekten sprechen, die gefunden werden, die eine mögliche Relevanz haben hinsichtlich des NS-verfolgungsbedingten Entzugs. Cottbus reißt ein bisschen raus mit den 1,3 Millionen. Die haben aber eine sehr umfangreiche geologische Sammlung und haben jeden Stein einzeln aufgenommen. Also es reiht sich sonst auch ein in diese ganze Reihe von Objekten. Ja. War es meine Schuld jetzt? Ja. Gut, okay. Kurze Statistik. Also 22 Museen haben diesen Erstcheck jetzt abgeschlossen. 14 haben eine Empfehlung für eine weitere Recherche gekriegt, aber wie gesagt, bei diesen Empfehlungen sind es wirklich ganz wenige Einzelobjekte, die, ja, also schwierig weiter nachzuforschen sind. In einigen Fällen läuft die Forschung. 4 Museen haben eben diesen Förderantrag für Folgeprojekte gestellt. Viele andere von diesen 14 Museen machen das auf eigene Faust inzwischen. Und was aktuell jetzt läuft, ist ein Pilotprojekt, ganz unten auch gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturverluste. Da geht es um DDR-Provenienzen. Ganz heißes Thema, möglicherweise eben auch in dem Zusammenhang mit der NS-Verfolgung. Man würde jetzt denken, okay, das ist jetzt ja für so ein großes Projekt nicht so eine Wahnsinnsausbeute. Aber, und das ist wirklich was wir erreicht haben mit dem Projekt, das ist, dass die Museen jetzt wirklich verstanden haben, wie wichtig Provenienzforschung ist. Dass die Museumsleiter, also im letzten Jahr ist einer zu mir gekommen und meinte dann, ja, wissen Sie, Herr Sachse, wenn ich gewusst hätte, wie spannend das ist, hätte ich das auch schon viel früher gemacht. Ja? Die haben das einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Und inzwischen ist es so, dass wir Anrufe bekommen bei uns an der Geschäftsstelle, wenn ein Museum ein Objekt angeboten bekommt. Das kommt uns jetzt komisch vor. Sagen Sie doch mal, können wir das kaufen? Ja? Und dieser Schritt, das ist eigentlich wirklich das Hauptergebnis dieser ganzen Geschichte, dass die anfangen nachzudenken, dass die wirklich sich die Zeit nehmen, dass sie sich bewusst werden, dass das eine Rolle spielt, die Provenienz. So, und dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen wegen Judaica geguckt. Ja? So. Judaica ist natürlich klar, wenn Judaica in den Sammlungen auftauchen, und das sind wirklich sehr, sehr, sehr wenige in den brandenburgischen Museen, was auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass es einfach nur sehr wenige jüdische Gemeinden vor 1945 in Brandenburg gegeben hat und auch sehr kleine, in einigen Städten etwas größer. Und wenn Judaica auftauchten bei den Provenienzforschungen oder in den Sammlungen, sind die schon immer mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit versehen worden. Kommen wir gleich zum Ende. Wir haben hier, ganz interessant,
links eine Menora aus dem Viadrina-Museum in Frankfurt-Oder, relativ großes Museum, was eigentlich komplett seine Sammlung verloren hat 1945, bis auf ganz, ganz wenige Stücke. Also es ist wirklich komplett, also nachgewiesen auch ausgebrannt und ausgebombt, war ja direkt an der Front. Und die haben 1990 in Mühlenbeck aus dem Bestand der Kunst- und Antiquitäten GmbH in Liquidation diese Menora gekauft. Zwei haben sie, glaube ich, sogar gekauft. Die ist jetzt dort in der Sammlung, wird aber nicht gezeigt. Wie eigentlich alle Judaika, die jetzt hier kommen, nicht gezeigt werden, weil man sich eigentlich nicht sicher ist. Kann man das jetzt zeigen? Dann eine schöne Geschichte noch. Stadtmuseum Cottbus hat einen Chanukka-Leuchter aus der Synagoge gehabt in der Sammlung, der, so war die Provenienz, von einem Cottbuser Bürger 1938 aus der niedergebrannten Synagoge geborgen worden war, 1947 dem Stadtmuseum übergeben worden ist und dann 2015, also noch unabhängig von unserem Rechercheprojekt, auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung an die jüdische Gemeinde zurückgegeben worden ist. Auf der anderen Seite haben die Cottbusser, davon habe ich jetzt keine Abbildung, nach 2000 bei eBay einen Kiddushbecher, Vasen, eine Kanne und andere Objekte mit der Aufschrift Synagoge Cottbus erworben. Provenienz? Flohmarkterwerbung. Diese Objekte stehen wahrscheinlich in einem Zusammenhang mit dem, was Sie hier rechts sehen. Die Synagogenkanne, so wird sie geführt, in Lübben, im Museum Lübben, 2011 erworben über eBay mit der Provenienz Flohmarktkauf. Wir haben heute früh schon, Frau Friedlander hat das auch schon erwähnt und auch in mehreren anderen Vorträgen klang es an, also das gibt den sehr starken Verdacht, dass das eine Fälschung ist, also dass da sozusagen für einen Markt Objekte hergestellt worden sind. Und dasselbe kann man dann sicherlich auch für diese Sachen sagen. Das ist ein Synagogenbecher und eine Synagogenvase, die dem Museum Potsdam angeboten worden sind. eBay-Angebote 2012. Sie haben sich beides zuschicken lassen. Dann hat man gedacht, mit dem Becher, das ist irgendwie seltsam. Fand man komisch, hat man den zurückgeschickt. Die Vase haben sie gekauft. Ich weiß gar nicht, ob sie da so gerne drüber sprechen, aber den Becher hat man deswegen zurückgeschickt, weil man dachte, das kann doch nur eine Fälschung sein. Prompt wurde der eBay-Account gelöscht und das Profil auch. Also ja, wahrscheinlich war es eine Fälschung. Und dann gibt es noch eine in Neuruppin eine hebräische Bibel. Das ist also so ein Fund, wo leider noch nicht weiter recherchiert worden ist, mit einem Besitzeintrag drin, Karl H. Lampe, also eigentlich gut zu recherchieren, die 1966 in einer Kiste hinter dem Wasserwerk Wittstocker Allee gefunden worden war. So steht es im Inventarbuch. Also hier stehen weitere Forschungen noch aus. Da gibt es auch gerade einen Personalwechsel, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ja, so sieht das gerade aus in Brandenburg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die Provenienzforschung an der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern vorstellen darf. Meine Kollegin Dr. Caroline Lange und ich betreuen seit Februar 2016 das erste Projekt Provenienzrecherche an den nichtstaatlichen Museen des Freistaats Bayern, also den Erstcheck. Und seit Februar 2017 das zweite Projekt Beschlagnahmt, verkauft, versteigert jüdisches Kulturgut in den nichtstaatlichen Museen in Franken. Beide Projekte versuchen NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter in den nichtstaatlichen Museen Bayerns zu identifizieren und geben, falls notwendig, Restitutionsempfehlungen. Hier sehen Sie ein paar von den Objekten, mit denen wir es normalerweise zu tun haben. Entschuldigung. Bei den Projekten generieren wir zwei unterschiedliche Ansätze bzw. Vorgehensweisen, die ich Ihnen beide kurz skizzieren möchte. Dabei werde ich aber einen Schwerpunkt auf Judaika in Museumsbeständen und die Untersuchung ihrer Provenienz legen. Wir wussten von Beginn an, dass sich die Sammlungen unserer Häuser von denen der staatlichen Museen unterscheiden würden. Allerdings war uns nicht klar, dass es offensichtlich eine Form des Kulturraubs gab, in denen besonders die kleinen Häuser, also Heimat- und Regionalmuseen, involviert waren.
Zum Start des ersten Projekts sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben die annotierten Auktionskataloge der Kunsthandlung Weinmüller, die wir heute schon mal bei Frau Augustin gesehen haben, als Ausgangspunkt genommen und überprüft, welche unserer Museen dort zwischen 1933 und 1945 als Kunden in Erscheinung traten. Wir haben also immer konkrete Anhaltspunkte oder Verdachtsfälle, denen wir vor Ort im Haus und in den Archiven nachgehen. Dann aber gibt es noch eine zweite, etwas ungewöhnlichere Ebene. Das lief in den meisten einigen Museen folgendermaßen ab. Wir kommen vorbei, reden, recherchieren in den noch vorhandenen Unterlagen und schauen uns die Objekte an, die wir schon recherchiert hatten. Dann aber bittet man uns nach einiger Zeit ins Depot, öffnet die Türen oder zieht die Schubladen auf und legt uns Objekte in die Hand mit den Worten und dann haben wir noch das hier. Das hier sind Judaika, die sich in den Sammlungen der Häuser befinden, von denen häufig niemand weiß, wann, wie und von wem sie ins Museum gekommen sind. Also, ihre Herkunft ist ungewiss, aber ihr Verbleib ist bekannt. Es sind Sederteller, Chanukka-Leuchter, Schabbatlampen, Tora-Rollen, Tora-Kronen und Tora-Schilde. Sie sind mitunter von der aktuellen wissenschaftlichen Leitung nachinventarisiert worden, häufig sind sie es auch nicht. In vielen Fällen finden sich Spuren von Gewalteinwirkungen, der konservatorische Zustand ist mitunter bedenklich und in einigen Fällen sieht man den Objekten an, dass sie einen Bombenangriff nur knapp überstanden haben und damit bereits vor 1945 in der Sammlung gewesen sein müssen. Aber was macht man, wenn man quasi gar nichts über das Objekt weiß und es dazu auch noch beschädigt ist? Wo kommt das alles her? Zwei unserer Objektfunde mit unklarer Herkunft würde ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Wir fangen an mit dem Gäubodenmuseum in Straubing. Dort waren wir wegen eines Zinkkrugs, den das Museum in den 30er Jahren beim schwerbelasteten Auktionshaus Adolf Weinmüller erworben hatte. Der Zinkkrug stellte sich als ziemlich unverdächtig heraus. Der Mitarbeiter des Museums sagte dann aber, und dann haben wir noch den hebräischen Text. Der hebräische Text war eine Tora-Rolle. Sie ist offenbar schon seit Jahrzehnten im Haus. Ihre Herkunft ist völlig ungeklärt. Man weiß praktisch nichts über das Objekt. Weder wo es herkommt, noch wie alt es ist. Das Pergament ist nie inventarisiert worden. Es ist ca. 30 cm hoch und ausgerollt etwas mehr als 8 Meter lang. Wobei die eine Hälfte des Textes fehlt. Es ist vermutlich abgerissen worden. Die Tora-Rolle ist mit dem Textbeginn voran auf einen leicht beschädigten Holzstab gerollt. Daher beginnt aktuell die Einsicht in die Pergamentrolle bei ihrem Ende. Durch den Verlust des Endes schließt der Text mit dem fünften Buch Mose. Als man uns das Objekt zeigte, war der konservatorische Zustand des Pergaments sehr fragil. Das Pergament ist brüchig und verzogen, womöglich von Schädlingen befallen und die Kolumnen des Textes sind so klein beschrieben, dass die Rolle kaum im Gottesdienst in der Synagoge zu gebrauchen gewesen wäre. Es handelt sich offenbar um Privatbesitz. Das Objekt ist einzigartig. Nicht nur die Doppelreihen der Schrift, sondern auch das kleine Format sowie einige handschriftliche Bemerkungen außerhalb der Textkolumnen. Etwas, das bei Tora-Rollen aus religiöser Sicht eigentlich nicht erlaubt ist. Die Schrift ist verblasst, fast ausgelöscht und großflächig abgeplatzt. Dies spricht dafür, dass die Tora-Rolle über lange Zeit in klimatisch ungünstigen Verhältnissen, also zu trocken oder zu feucht, gelagert wurde. Wir haben einen Hebraika-Experten der LMU München, Dr. Itai Yosef Tamari, gebeten, ein Gutachten zu erstellen. Dank seiner Einschätzung wissen wir, dass es sich um einen aschkenasischen Text handelt, der vermutlich aus dem späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert stammt. Gegebenenfalls ist er noch älter. Wir haben von der Restaurierungswerkstatt der Bayerischen Staatsbibliothek ein Restaurierungskonzept erstellen lassen, das öffentlich ausgeschrieben und auch vergeben wurde. Ziel ist es, die Rolle konservatorisch in den bestmöglichen Zustand zu bringen. Nach Abschluss wird der Text digitalisiert und auf dem Online-Portal Bavaricon der Öffentlichkeit und Forschung zugänglich gemacht werden. So ist auf jeden Fall der Plan. Unklar ist auch, wie die Tora-Rolle überhaupt ins Gäubodenmuseum kam. Während der Pogromnacht wurden auch hier Archivgut und Tora-Rollen konfisziert. Zwei konnten offensichtlich 1939 von einem jüdischen Gemeindemitglied in die USA mitgenommen werden. Falls das Gäubodenmuseum die aufgefundene Tora-Rolle auch im Zuge der Pogromnacht erhalten haben sollte, so fehlen dafür Hinweise oder Belege. Es ist auch denkbar, dass sie von einem Wehrmachtssoldaten auf Fronturlaub aus den besetzten Polen, Weißrussland oder Russland mitgebracht worden und auf verschlungenen Wegen in das Museum gelangt ist.
Unser zweites Beispiel ist das Mainfränkische Museum in Würzburg, seit Januar 2017 das Museum für Franken. Im Depot haben wir, man kann sagen eher zufällig, fast 200 Judaiker gefunden. In der sogenannten Adelia Hall Collection der amerikanischen National Archives und im Stadtarchiv sowie im Staatsarchiv Würzburg fanden wir Dokumente, die sich mit im Museum sichergestellten jüdischen Kultgegenständen befassten. Im Sommer 1947 bestätigte zum Beispiel das Offenbach Archival Depot den Empfang mehrerer Kisten mit Objekten aus dem Museum. Das Archival Depot in Offenbach war eine von insgesamt 4 Sammelstellen von Kunst- und Kulturgut. Es war von der amerikanischen Militärregierung eingerichtet worden und war vor allem für jüdische Kultgeräte, Archiv oder Schriftgut zuständig. Es muss sich um gigantische Ausmaße gehandelt haben. Hier sehen Sie eine historische Fotografie aus dem Depot des Archival Depots. Und dorthin hatte das Museum im Sommer 1947 also mehrere Kisten, 6 insgesamt, abgegeben. Ich glaube, mittlerweile sind es sogar 7 geworden, gell? Ja. Angesichts von mehreren Kisten haben wir und die Mitarbeiterin des Museums uns gefragt, ob es nicht noch mehr gegeben haben könnte, die erst später entdeckt wurden. Und so war es auch. Wir fanden einiges. Die Objekte sind fast alle im Frühjahr 1945 Opfer von Bombenangriffen geworden. Das damalige Museumsgebäude erlitt 2 Volltreffer. Hier sehen Sie links 2 Fotos, die kurz nach unserem Fund gemacht wurden. Also so haben wir die Objekte eigentlich aufgefunden. Rechts sehen Sie den heutigen konservierteren Zustand. Heute wissen wir, dass auch dank der Zusammenarbeit mit Bernhard Purin vom Jüdischen Museum in München, dass es sich hierbei zum größten Teil um Judaika aus unterfränkischen bayerischen Gemeinden handelt. Der Kunsthistoriker Theodor Harburger hat sie zwischen 1926 und 1932 für den Verband bayerischer israelitischer Gemeinden umfassend inventarisiert. Während dieser 6 Jahre reiste Harburger durch Bayern, fotografierte und beschrieb sehr detailliert Synagogen, Kultgeräte und archivalische Sammlungen. Wir haben auch Harburger heute schon mal da gehört. Der Gesamtnachlass Harburgers befindet sich im Central Archive for the History of the Jewish People in Jerusalem. Das Besondere an diesem Fund im Mainfränkischen Museum war allerdings, die meisten dieser Stücke galten seit Kriegsende als zerstört und unwiederbringlich verloren. Aber offenbar sind sie das nicht. Vermutlich sind die meisten Judaiker im Zuge der Pogromnacht und durch Plünderung der Gestapo in das Museum gekommen. Der damalige Museumsdirektor Clemens Schenk hatte eine, man kann sagen, ausgesprochene Sammelleidenschaft für jüdisches Kulturgut und vor allem Kultgeräte. Einige Aussagen aus der Nachkriegszeit gehen sogar davon aus, dass Schenk eigenständig Beschlagnahmungen durchführte und Judaika aus unter anderem der Würzburger Synagoge entwendete. Auch für andere unterfränkische Museumsdirektoren und Mitarbeiter kann ein solches Vorgehen nachgewiesen werden. Es ist mittlerweile gelungen, den Großteil der Objekte den einzelnen Gemeinden zuzuordnen. Und 2 Beispiele würde ich Ihnen gerne kurz zeigen. Beim ersten Beispiel, also dem oberen, handelt es sich um einen Tora-Aufsatz, einen sogenannten Rimon aus der Gemeinde Heidingsfeld in Unterfranken. Die Schwarz-Weiß-Fotografien, die Sie sehen, wurden 1927 und 1930 von Theodor Harburger angefertigt. Das zweite untere Beispiel ist ein Chanukka-Leuchter aus der Synagoge in Miltenbeck. Hier könnte ein Sonderfall eingetreten sein, denn am 10. November 1938 wurde im Beisein des Gauleiters Otto Helmuth das Müttererholungsheim der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, kurz NSV, in Miltenberg eingeweiht. Es ist vorstellbar, dass Helmuth unmittelbar an den Plünderungen der Synagoge in Miltenberg beteiligt war, den Chanukka-Leuchter an sich nahm und zu Schenk nach Würzburg brachte. Der Museumsdirektor, also Schenk, war ein Schulfreund des Gauleiters und hatte ihm wiederum, das können wir bereits nachweisen, auch schon andere Stücke aus dem Museumsbestand, also andersrum, geschenkt. Es sieht so aus, als hätten mehr Objekte aus bayerischen jüdischen Gemeinden das Dritte Reich überlebt, als man bisher geglaubt hat. Der Fund aus Würzburg wird ab dem 6. November dieses Jahres im Jüdischen Museum in München und ab Frühjahr 2019 im Museum für Franken ausgestellt. Mittlerweile wissen wir auch schon den Titel der Ausstellung, der da heißt 7 Kisten mit jüdischem Material von Raub und Wiederentdeckung ab 1938 bis heute. Aber
Nicht nur Objekte aus Gemeinden haben in den Museen überlebt, und damit kommen wir zu unserem Forschungsprojekt Nummer 2. Unser zweites Forschungsprojekt wählt eine deduktive Methode und nähert sich der Biografie einzelner Sammlungsstücke vom Archiv aus. So wird vom externen Archivgut auf das Museum als heutigen Besitzer geschlossen. Also anders als bei Projekten zur Provenienzforschung zumeist üblich, wird kein zuvor definierter Museums- oder Bibliotheksbestand untersucht. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Region Franken, um die kommunalen und regionalen Charakteristiken des Entzugs darstellen zu können. Franken besaß vor der NS-Zeit die bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Bayern, in denen etwa 2/3 der bayerischen Juden lebten. Des Weiteren stehen nicht die Meisterwerke der bildenden Kunst im Vordergrund, sondern Kunsthandwerk, persönliche Wertgegenstände oder einfache Hausrat. Diese Gegenstände waren wegen ihres regionalen Charakters besonders interessant für lokal ausgerichtete Museen. Zu diesen Alltagsgegenständen bzw. Gebrauchsgegenständen zählen auch Judaika. Wie gehen wir also vor? Wie identifizieren wir Judaika aus dem Archiv heraus? Als Quellengrundlage werden vor allem die Gestapo-Personenakten im Staatsarchiv Würzburg-Tiefen erschlossen, mit 25.000 Akten, der zweitgrößte erhaltene Bestand überhaupt. Etwa 1/7 der Verfahren, also 2.250 Einzelfallakten, betreffen rassisch Verfolgte. Übrigens, das interessiert vielleicht einige von Ihnen, das größte Konvolut an Personenakten betrifft die Gestapo-Leitstelle Düsseldorf und den Einzugsraum Krefeld, heute im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, archiviert. In den Personenakten ist der schrittweise Entzug von Kulturgütern dokumentiert. Museen konnten sich bei exklusiven Beschlagnahmungen, und zwar meistens kostenlos, an jüdischem Eigentum bereichern oder auch bei den öffentlichen Auktionen der Gestapo und des Finanzamts in Erscheinung treten. Für uns ist bei diesem Projekt somit der Verbleib der Objekte von großer Relevanz, denn die Herkunft ist bekannt und eindeutig belastet. Das heißt, können wir ein Objekt in einem Museum identifizieren, ist es in jedem Fall ein Restitutionsfall. Die Einzelfallakten der Gestapo-Stelle Würzburg enthalten neben Durchsuchungsprotokollen jüdischer Wohnungen und Beschlagnahmelisten des gesamten Hausrats vor allem, und das ist für die Provenienzforschung besonders wichtig, Übergabequittungen an Museen und Versteigerungsprotokolle mit Käufernamen und Zuschlagspreisen. Ich hoffe, das kann man jetzt ein bisschen erkennen. Wir sehen also ziemlich genau, wem etwas weggenommen wurde und wo es hingegangen ist. Damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, zeige ich Ihnen hier links eine Empfangsquittung, die die Übergabe von Objekten an das Mainfränkische Museum mal wieder in Würzburg quittiert, und rechts ein Versteigerungsprotokoll, wie es der Würzburger Auktionator Paul Baumeister üblicherweise anfertigte. Die zahlreichen Plünderungs- und Beschlagnahmeaktionen der Gestapo, die, Sie erinnern sich, dem Mainfränkischen Museum zu den Judaika aus den unterfränkischen Synagogen verholfen hatte, versorgten die lokalen Museen mit Kulturgütern, auch Judaika aus Privathaushalten. Ich zeige Ihnen nun 3 kurze Aktenauszüge am Beispiel des Mainfränkischen Museums in Würzburg, damit Sie sich vorstellen können, wie Judaika aus Privathaushalten von der Gestapo verwertet wurden. Nachdem die Wäscherei und die Autovermietung der Familie Holländer aus Bad Kissingen geschlossen wurde, brannte die Autohalle in der Pogromnacht ab. Hier sehen Sie unten Sunnybert Holländer und das Wohnhaus der Familie in Bad Kissingen, die sogenannte Villa Concordia im heutigen Zustand. Hermann und Sunnybert Holländer, Vater und Sohn, wurden im KZ Dachau inhaftiert. Hermann Holländer verstarb bereits nach 2 Tagen in Schutzhaft. Nach seiner Freilassung gelang Sunnybert Holländer im August 1939 die Flucht nach England. Da die Familie bereits im Vorfeld ihre Auswanderung vorbereitet hatte, lagerte sein Umzugsgut bei einer Schweinfurter Spedition, die es übrigens auch heute noch gibt, und verfiel im November 1941 dem Reich. Nachdem die Behörden die Lifts geöffnet und ihren Inhalt katalogisiert hatten, wurden die Gegenstände 1942 versteigert. Inkludiert war auch die Einrichtung des ehemaligen Wohnhauses der Familie Holländer in der Maxstraße 23a, der sogenannten Villa Concordia. Die Mutter, Nanette Holländer, hatte das Haus im Mai 1942 verlassen und musste sich mit einem Teil des Versteigerungserlöses in eine der Würzburger Judenunterkünfte einkaufen. Von dort wurde sie am 23.09.1942 nach Theresienstadt deportiert. Der Lift Holländers enthielt unter anderem jüdische Ritualobjekte. Alle Schriften wurden vernichtet und der Rest dem Mainfränkischen Museum übergeben. Ich habe Ihnen da das über
Aufnahmeprotokoll anprojiziert. Am 23.12.1941 quittiert der Restaurator des Museums Otto Popp den Empfang von einer Tora-Rolle, einem Gebetsmantel, einem zerrissenen Gebetstuch, einem Gebetsbeutel, einem Gebetsriemen, einer Schabbatlampe, noch einem Gebetsbeutel und zwei Teller mit hebräischer Aufschrift. Das zweite Beispiel. Im August 1941 wurde fast der gesamte Haushalt der Bankiersfamilie Löwenthal aus Hößbach versteigert. Hier sehen Sie Ludwig Löwenthal mit seiner Familie. Zuvor war das Bankgeschäft der Familie in Bad Kissing liquidiert worden. In der Pogromnacht überfielen SS-Männer Ludwig Löwenthal in seiner Wohnung und schossen ihn an. Er überlebte die Schussverletzung und wanderte 1939 in die USA aus. Im August 1939 überprüfte der Sachverständige der Devisenstelle das Umzugsgut der Familie, das von Löwenthals Frau Reni und den beiden Kindern im Juni 1940 nicht mitgenommen und von der Gestapo beschlagnahmt wurde. Vor der Versteigerung 1941 schrieb die Gestapo-Stelle Würzburg an die Außenstelle Aschaffenburg, dass Altertumswerte, Bilder jüdischer Personen darstellend oder von jüdischen Malern gefertigt oder sonstiges jüdisches Kulturgut nicht zu versteigern ist. Es ist staatspolizeilich sicherzustellen und bei dortigen Stellen zu verfahren oder hierher zu bringen. Die Beamten wurden fündig und übergaben dem Mainfränkischen Museum im Oktober 1941, das habe ich in blau markiert, zwei Schabbatleuchter, einen jüdischen Haussegen, 10 Gebote in einer Metallhülse, eine dreiteilige Schabbatlampe, 2 rituelle Tücher und einen Gebetsumhang. Das dritte Beispiel, damit komme ich dann auch zum Ende, betrifft die Enteignung der Würzburger Familie Mühlfelder. Nachdem im November 1940 die Wohnung der Familie durchsucht wurde, zog die Gestapo im Zuge einer Zwangsräumung im Januar 1941 das gesamte Wohnungsinventar ein und ließ es versteigern. Die herausragenden Stücke, in den Protokollen oft als Kulturgut bezeichnet, das habe ich Ihnen mit dem Pfeil rechts wieder markiert, wurden dem Mainfränkischen Museum kostenlos überlassen. Es gibt Beschreibungen der Objekte, die in Museumsbesitz übergingen. Unten links Aufzählungen wie ein eiserner Ofen, ein Ölgemälde in Klammern Landschaft und eine Schabbatlampe ohne Kette in Klammern Messing sind wichtige Anhaltspunkte für uns. Über den weiteren Verbleib der Judaika, 3 Beispiele von vielen, konnten die Erben nach Löwenthal, Holländer und Mühlfelder in der Nachkriegszeit keine Aussage treffen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie in den Bestand des Museums integriert wurden und zum Teil zu unseren 200 Fundstücken im Museum für Franken zählen, die bisher keiner Synagoge bzw. Gemeinde zugeordnet werden konnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, wie Ihnen meine Kollegin gerade schon erzählt hat, hatten wir zu Beginn unseres Projektes gar keine Ahnung von Judaika. Ich wusste nicht, was ein Sederteller ist, ein Torahzeiger oder eine Bessamim-Büchse. Von ihr wusste ich noch nicht einmal, wie man sie wohl richtig schreiben würde. Der Umgang mit Judaika war für uns nichts Alltägliches. Und ähnlich ging es offensichtlich auch den bayerischen Archivmitarbeitern, die im Herbst und Winter 1938 und 1939 zufällig und häufig widerstrebend in den Besitz von Judaika kamen. Und das geschah folgendermaßen. Um 1.20 Uhr früh am Donnerstag, 10. November 1938, schickte der Chef des Sicherheitsdienstes der NS, Reinhard Heydrich, ein Telegramm an die Staatspolizeileitstellen im Deutschen Reich. Es war eilig. Blitzdringend sofort vorlegen, sagte das Telegramm, und es betraf die, wie es weiter heißt, Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Unter Punkt 3 verlangte das Telegramm: Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstrationen zerstört wird. Es kommt dabei auf das historisch wertvolle Material an, nicht auf neuere Steuerlisten und so weiter. Das Archivmaterial ist an die zuständigen SD-Dienststellen abzugeben. Noch während die Synagogen brannten, war der Sicherheitsdienst also bereits damit beschäftigt, Akten zu sichern, wie es so schön heißt. Warum tat er das? Wie Sie sich denken können, hatte dies keine ethischen Gründe. Man wollte den Gemeinden nicht helfen, sondern man wollte ihnen im Gegenteil Unterlagen wegnehmen, um sie gegen sie verwenden zu können.
Der Sicherheitsdienst hatte Sorge, dass wichtige Dokumente im Zuge des Pogroms verloren gehen oder zerstört werden könnten, die er zur Erforschung der sogenannten politischen Gegner unbedingt haben wollte. Auch jüdische Privathaushalte in ganz Bayern wurden gezielt und noch Monate nach der Pogromnacht nach feindlichen Schriften oder Archivalien und übrigens auch Waffen durchsucht. Die fixe Idee eines bewaffneten jüdischen Aufstandes war für die Funktionäre offenbar kein Phantasma, sondern eine durchaus reale Option. Erst wenige Tage vor dem Novemberpogrom war ein Waffenverbot für Juden erlassen worden. Und bei den Durchsuchungen fand man, für uns wenig überraschend, für den Sicherheitsdienst damals aber offensichtlich schon, keine einzige Handfeuerwaffe in keiner jüdischen Wohnung. Das Einzige, was man fand, war so eine Art angerosteter Säbel von einer Studentenverbindung. Und man war sich jetzt nicht sicher, ob das gefährlich sei oder nicht, zumal des fragilen Zustands. Das historisch wertvolle Material, von dem Heydrich in seinem Telegramm sprach, waren vor allem die sogenannten Matrikeln, also die öffentlichen Verzeichnisse von Trauungen, Geburten oder Todesfällen. Der Wert dieser Dokumente war für die nationalsozialistische Rassenlehre kaum zu überschätzen, da sie sich unmittelbar gegen die Juden und Jüdinnen verwenden ließen. Dieser Quellenstoff wird der künftigen Rasseforschung und dem Nachweis der arischen Abstammung wertvolle Dienste leisten können, heißt es in einem Schreiben der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Josef Franz Knöpfler, er war Mitglied der SS und des Sicherheitsdienstes, vom 22. November 1938. Ohne dieses Archivgut wäre es ausgesprochen schwierig geworden, die jüdische oder nichtjüdische Abstammung von Individuen über Generationen hinweg zu belegen. Die jüdischen Gemeinden ahnten natürlich das Gefährdungspotenzial ihrer eigenen Akten und wussten gleichzeitig, dass ihr kulturelles Gedächtnis in Gefahr war. Sie versuchten deshalb mitunter, Akten zu verstecken, um sie nicht in falsche Hände geraten zu lassen. Die jüdische Gemeinde in Bad Kissingen vergrub ihre Matrikeln im Boden, 31 Säcke, die von den NS-Behörden als Judenakten bezeichnet wurden. Sie wurden aber sofort gefunden und ins Archiv gebracht. Und Sie sehen auch, man hat die Torarollen, hatte man... Also das ist derselbe Raum, einmal von zwei verschiedenen Seiten aufgenommen. Und man hatte also versucht, die Torahrollen ordnungsgemäß zu beerdigen. Jüdische Kulturgüter wurden also gestohlen, um sie unmittelbar für die rassische Verfolgung einzusetzen und zu missbrauchen. Auf Archivseite gab es außerdem großes Interesse an Urkunden oder wertvollen Handschriften aus privaten Sammlungen. Der Generaldirektor drückte gegenüber der Gestapo den Wunsch aus, historisch wichtige Objekte für die Archive zu sichern. Sichern, den Begriff kennen Sie wahrscheinlich aus den Quellen. Vor 45 wollte man Objekte vor den Juden und für das Regime retten und nach 45 behauptete man, man habe die Objekte für die Juden und vor dem Regime bewahrt. Diese Sicherstellung von Urkunden und Handschriften hieß nichts anderes, als dass jüdische Auswanderer wertvolle Stücke weder frei verkaufen noch mit ins Exil nehmen durften. Die Beschlagnahmungen im Zuge der Pogromnacht scheinen wenig koordiniert gewesen zu sein. Es war eine Vielzahl von verschiedenen Institutionen in ganz Bayern daran beteiligt, Ortsgruppen der NSDAP, Gestapo, SA-Mitglieder oder Polizei. Und es wurde offensichtlich improvisiert, weil nicht allen Beteiligten klar war, was unter historischem wertvollen Material, also wie es im Telegramm gefordert worden war, zu verstehen sei. Im Nachgang im November und Dezember 38 mussten sich die beteiligten Institutionen erst einmal darüber verständigen, wer welche Unterlagen in den Händen gehabt hatte und von wem sie wohin gebracht worden waren. Interessenten an den beschlagnahmten Dokumenten gab es viele. Dem Sicherheitsdienst als erstem war vor allem daran gelegen, dass die Personenstandsregister rasch ausgewertet und damit politisch verwendbar würden. Und er machte allen Beteiligten klar, dass er sich als alleiniger Eigentümer der Objekte betrachtete. Zweitens die Berliner Reichsstelle für Sippenforschung, 1940 umbenannt in Reichssippenamt. Da sind wir heute Abend noch, also das sind die Örtlichkeiten in der Oranienburger Straße. Das Reichssippenamt wollte sich die Dokumente ebenso gern für eigene Zwecke sichern wie die Generaldirektion der Staatlichen Archive in Bayern oder ehrgeizige Gauleitungen und Stadtarchive. Die Generaldirektion und die ihr unterstellten bayerischen Staatsarchive hatten die besten Aussichten auf Erfolg. Nicht nur, weil der Generaldirektor, wie eben schon gesagt, Mitglied der SS und des SD war, sondern auch, weil die Archive das Fachwissen besaßen und der Sicherheitsdienst allein mit der Auswertung vollkommen überfordert gewesen wäre. Also Sie sehen, wie eng die Institutionen hier zusammenarbeiten und wie sich die Archive problemlos in die NS-Rassenpolitik einspannen ließen. Der Sicherheitsdienst, die Reichsstelle für Sippenforschung und die Generaldirektion der Staatlichen Archive einigten sich auf Folgendes.
Die Staatsarchive werden hiermit ersucht, den gesamten ihnen angebotenen Quellenstoff ohne Rücksicht auf die da oder dort vorkommenden Raumknappheiten zu übernehmen, heißt es in einem Schreiben der Generaldirektion an die Archive. Ich weiß leider nicht, wie es außerhalb Bayerns gehandhabt wurde. Also der Befehl, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, der Befehl ging reichsweit. Aber ich kenne das vergleichbare Material eben nur aus Bayern. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie mal in den Hauptstaatsarchiven dann auch in Dresden oder in Magdeburg suchen. Die bayerischen Staatsarchive also sollten das komplette Material bei sich aufnehmen, was während der Pogromnacht beschlagnahmt worden war. Diese neue Aufgabe stieß nicht in allen Häusern auf Begeisterung. Ethische Bedenken plagten dabei jedoch keinen. Der Direktor des Staatsarchivs Neuburg an der Donau, das ist heute das Staatsarchiv Augsburg, beschwerte sich beispielsweise bei der Generaldirektion, dass es nicht angehe, dass man nun, wie es heißt, auch noch für die Juden arbeiten solle, nachdem er bereits täglich mit arischen Nachweisungsgesuchten überschüttet werde. Die Generaldirektion ließ dies nicht gelten und wies darauf hin, dass die Archive bei einer, wie es heißt, staatspolitisch wichtigen Aktion unbedingt teilnehmen müssten. Es sei auch im Interesse der Archive selbst gelegen, dass gerade ihre Gegenwartsbedeutung immer wieder in Erscheinung trifft. Also Knöpfler, der Generaldirektor, war also offensichtlich bestrebt, den Stand der Archive im NS-Staat nachhaltig auszubauen und zu stärken, auch wenn einzelne Häuser logistisch überfordert waren. Also das heißt, er wollte nicht nur Schriftgut verwalten und sichern, sondern eine aktive Rolle im NS-Staat einnehmen, um die Bedeutung der eigenen Behörde zu erhöhen. Unwillen auf Seiten mancher Archive war das eine Problem. Unwissen auf Seiten der an der Beschlagnahmung Beteiligten war ein anderes. Die Gestapo oder die SA waren am Zusammentragen des Archivguts beteiligt und beide Organisationen verfügten über keinerlei Expertise. Im Gegenteil, davon waren sie sehr weit entfernt. Man wusste nicht, was man tat und man wusste auch nicht, mit was man es zu tun hatte. Man packte also ein, was man vor Ort fand, darunter auch Judaika und manchmal auch alles andere. In Bayreuth beispielsweise hatten Arbeiter im Schutt der verwüsteten Synagoge nicht nur nach Archivmaterial gesucht, sondern sie hatten den gesamten Schutt, möglicherweise aufgrund einer, wie es heißt, gewissen Übergewissenhaftigkeit, interessanter Ausdruck, des offensichtlich überforderten, aber erschreckend pflichtbewussten Beamten dann auch an Staatsarchiv Bamberg geschickt, das über die Kisten voller Dreck ausgesprochen wenig erfreut war. Als unpassenden Scherz und mehr noch als bewusste Verhöhnung der von mir geleiteten Staatsbehörde muss ich die Tatsache erachten, dass sie anstatt des jüdischen Schriftgutes 4 Kisten voll des gräulichsten Wirrwarrs, Kehricht, Mörtelbrocken, Metallreste von zertrümmerten Einrichtungsgegenständen, Glasscherben, zerrissene Bibeln, Papierfetzen, Beschriftungen wie Notausgang, Männer, also Toilettenschilder und dergleichen an das Staatsarchiv übersenden. Es ist mir unverständlich, dass der Sinn der Vorschriften so weit durch ausführende Organe verkannt werden konnte, die jüdische Schriftgut anscheinend nicht von einem Kehrichthaufen unterscheiden können. Zum Teil scheinen sich die Diebe auch untereinander bestohlen zu haben. So beklagte sich beispielsweise das Bezirksamt Alzenau im Dezember 1938 bei der Würzburger Gestapo, dass, wie es heißt, ein Herr Schur, Konservator aus Aschaffenburg, am 12. November, wie es weiter heißt, mit 2 bis 3 Mann und einem Lastwagen aufgetaucht sei und Gegenstände mitgenommen habe, darunter Torarollen, Kanzeln und die Archivalien der Synagoge Schöllkrippen. Die Gestapo begann zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den Akten leider nicht mehr protokolliert. Wir wissen also nicht, ob Herr Schuhe die Objekte zurückgeben musste oder nicht, oder ob man ihn überhaupt gefunden hat. Meine Kollegin und ich sind in 3 Wochen in Aschaffenburg und wir werden dann ebenfalls nach den Archivalien der Gemeinde Schöllkrippen suchen. Die Generaldirektion merkte im Frühjahr 1940 schließlich, dass es offensichtlich häufig zu Zufallsbeute gekommen war, auf die man es eigentlich gar nicht abgesehen hatte. Es fanden sich große Mengen von Zeremonialgegenständen in den Staatsarchiven, die sich aber nur für als das Schriftgut zuständig betrachteten. Der Generaldirektor schrieb deshalb am 20. April 1940 die Staatsarchive an und stellte fest, dass, Zitat, bei der am 9. November 1938 erfolgten Aktion in den meisten Orten auch jüdische Kultgeräte beschlagnahmt und vom SD zusammen mit dem Buch und Schriftgut auch einzelnen Archiven zur Verwahrung übermittelt wurden. Diese Gegenstände sind Fremdkörper in den Archiven, weshalb ich sie beabsichtige abzustoßen. An den meisten Kultgeräten haftet keinerlei kunstgeschichtlicher Wert an. Sie können daher nachträglich noch in die Metallspende abgegeben werden. Wie Sie merken, man weiß offensichtlich auch, dass da bei der Beschlagnahmung viele Objekte auf dem Weg in die Archive verschwunden sind. Und man spricht deshalb von den meisten Orten, aber nur von einzelnen Archiven.
Mit dem Hinweis auf die Metallspende meint der Generaldirektor die von Hermann Göring initiierte sogenannte Spende des deutschen Volkes zum Geburtstag des Führers vom 23. Februar 1940. Ziel war die Beschaffung kriegswichtiger Rohstoffe, vor allem Messing, Kupfer, Bronze, Eisen und Zinn, das eingeschmolzen werden sollte. Da nicht nur Privatleute, sondern auch Institutionen, Vereine und Kommunen angesprochen wurden, wird auch hier deutlich, dass die Generaldirektion sich als vorbildliche NS-Behörde darstellen wollte. In einigen Kommunen wurden die Objekte auch dem lokalen Altmetallhandel übergeben. Drei Häuser, also ein Drittel der bayerischen Staatsarchive, meldeten sich zurück. Neuburg an der Donau, Nürnberg und Würzburg. Neuburg an der Donau meldete, dass es, Zitat, viele Vorhänge und Teppiche, eine große Anzahl von Torarollen aus Pergament und etliche Metallsachen der jüdischen Kultusgemeinde Altenstadt bei Illertissen entgegengenommen habe. Darunter, wie es weiter heißt, ein Brustschild mit Krone, zwei Löwenfiguren aus gedrehten Säulchen und einer Kassette mit auswechselbaren Schrifttafeln, zwei von Löwen gekrönten mit klingenden Schellen versehene Geräte aus Silber oder einen silbernen Zeigefinger zum Lesen der Tora, der umständlich als ein mit einer Kette versehener Stab, der als Knauf die Nachbildung einer geballten menschlichen Faust trägt, beschrieben wird. Der Archivarbeiter wusste offensichtlich nicht, womit er es zu tun hatte und beschrieb den Gegenstand deshalb so genau wie möglich. Den Zeremonialgegenständen stand das Personal insgesamt ausgesprochen unbeholfen gegenüber. Sie hatten sie vor allem deshalb aufgenommen, weil von der Generaldirektion ja die Weisung ausgegangen war, dass das komplette jüdische Aktenmaterial angenommen und ausgewertet werden müsse. Das Staatsarchiv Nürnberg übernahm eine große Anzahl von beschlagnahmten Judaika und es wollte sie dringend wieder loswerden. Die Objekte wurden eher als lästige Raumfresser empfunden. Sie setzten sich, schreibt das Haus, aus zahlreichen, ihrer Größe wegen sehr sperrigen Torarollen sowie vielen kultischen Gewändern und Gebrauchsgegenständen zusammen und nehmen mindestens ebenso viel Platz weg wie das eigentliche Schriftgut. Auf der vom Staatsarchiv angefertigten Liste der übernommenen Kultgegenstände finden sich etwas mehr als 60 Objekte aus Metall, meist Silber, Bronze, Messing oder Zinn, darunter, wie es im Protokoll heißt, mehrere Glockentürmchen, Schächtmesser und Fingerstäbe, also vermutlich wieder Torahzeiger, die man nicht anders zu benennen wusste. Aber auch ein paar zinnerne Kaffeekännchen. Ob es sich dabei tatsächlich um Kaffeekännchen handelt, lässt sich nicht beantworten, darf aber bezweifelt werden. Auch hier wussten die Archivmitarbeiter schlichtweg nicht, was sie vor sich hatten. Außerdem übernahm das Staatsarchiv 145 Gebetsmäntel, auf der Liste als Gebetstücher bezeichnet, und 98 synagogale Textilien, die das Staatsarchiv als Paramente auflistete und damit also die christliche Terminologie verwendete. Darüber hinaus befanden sich auch rund 80 Torarollen und 539 hebräische gedruckte Bücher in Folio, Quart und Oktav im Besitz des Staatsarchivs Nürnberg. Man bat die Generaldirektion darum, von der, wie es heißt, weiteren Verwahrung dieses Materials baldigst entbunden zu werden und schlug vor, die Zeremonialgegenstände aus Metall vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder vom Germanischen Nationalmuseum begutachten zu lassen, um seiner Sorgfaltspflicht zu genügen. Dann aber wollte man sie dringend loswerden. Das Staatsarchiv Würzburg schließlich antwortete Anfang Juni 1940 auf die Anfrage der Generaldirektion und stellte eine Liste von Objekten auf, die das Haus bereits an das Mainfränkische Museum abgegeben hatte. Es handelte sich dabei vor allem um Textilien aus dem Landkreis Aub und Kissingen, darunter beispielsweise über 40 Torah-Mäntelchen und mehrere Vorhänge, drei Gebetsumhänge und über 60 nicht weiter beschriebene Wimpel. Die Gegenstände aus Aub waren über die Würzburger Außenstelle des Sicherheitsdienstes ans Staatsarchiv gelangt. Interessanterweise haben wir im Frühjahr 1916 bei unserem Zufallsfund auch die Objekte aus den Gemeinden Heidingsfeld, Schweinfurt, Gerolzhofen und Würzburg gefunden, die sich nicht auf der Liste aus dem Jahr 1942 des Staatsarchivs finden, also die Liste der Objekte, die abgegeben wurden. Es findet sich in dem Schreiben des Archivs auch keinerlei Hinweis darauf, dass das Haus jemals mehr Objekte besessen hat, die gegebenenfalls vor 1940, also dem Jahr der sogenannten Metallspende, an das Museum abgegeben worden waren. Nach dem Krieg einigte man sich aber ausgesprochen schnell auf eine gemeinsame Erzählung. Man habe die Objekte natürlich niemals und unter gar keinen Umständen als Eigentum betrachtet, sondern im Gegenteil immer gewusst, dass man sie nur bis zur Rückkehr der rechtmäßigen Eigentümer in sichere Verwahrung übernommen hatte. Diese Aussagen kamen vor allem von Museumsdirektoren oder auch dem Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und seinen Konservatoren. Die Sicherstellung aus eigentlich rassepolitischen Gründen, für deren Auswertung man noch 1943 den Rabbiner der Gemeinde Regensburg geholt hatte, der nur kurze Zeit nach Abschluss der Untersuchung ermordet wurde,
wurde nach dem Krieg sehr schnell zu einer Rettung umgedeutet, die die unrechtmäßigen Besitzer als Wahrer von Kulturschätzen dastehen lassen sollten. Besonders Judaika konnten damit zu einer Art symbolischem Faustpfand werden, das die aktuellen Besitzer als besonders moralisch erscheinen ließ. Ihr identitätsstiftender Charakter, der bis 1945 für die rassenpolitische Verfolgung missbraucht worden war, wurde jetzt zur aktiven Entschuldigung auf Täterseite eingesetzt. Das heißt auch, dass Judaika eine Art Sonderstatus innerhalb der breiten Kategorie der Raubkunst einnehmen. Bei ihnen ging es nicht und nie nur in Anführungszeichen um die Plünderung und Entwendung von Objekten, die sich zu Geld machen ließen. Judaika sind darüber hinaus unauflöslich an die rassische Verfolgung und die Auslöschung von kulturellem Gedächtnis geknüpft. Wer Judaika aus Synagogen entwendete, nahm nicht nur sie, sondern gleichzeitig auch die Matrikeln weg, um die NS-Rassepolitik konsequenter durchsetzen zu können. Wir müssen ihren Raub deshalb in einem viel breiteren Kontext betrachten. Judaika mögen deshalb häufig eine Zufallsbeute gewesen sein, sie sind aber vielleicht wie keine zweite Objektgruppe unmittelbarer Zeuge der Vorbereitung und Initiierung des Holocaust. Vielen Dank.